Willkommen, liebe angehende Sportstudenten. Mit diesem Podcast möchten wir euch einen Eindruck von der Sporteignungsprüfung der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz ermöglichen. Im Folgenden werden die Disziplinen jener Eignungsprüfung und deren Anforderungen dargestellt. Am Prüfungstag werdet ihr die Übungen in genau dieser Reihenfolge absolvieren. Der Tag beginnt mit einer Vorbesprechung im Vorlesungssaal S1. Dort werdet ihr auch in Gruppen eingeteilt und es wird noch einmal genau erklärt, unter welchen Bedingungen ihr den Test besteht oder durchfallt. Als bestanden gilt die Prüfung, wenn ihr kein oder ein Defizit habt. Ausnahmen sind der 3000 Meter Lauf und das Zeitschwimmen. Diese müssen auf jeden Fall bestanden werden. Die mitzubringenden Unterlagen wie Passfoto, ärztliche Bescheinigung und Personalausweis werden dort abgegeben. Anschließend geht ihr mit eurem Riegenführer, einer unserer Sportstudenten, zum Wiegen. Nun geht es in die Leichtathletikhalle. Die erste Disziplin ist der 60-Meter-Sprint. Ihr startet aus dem Stand 1 Meter vor der Lichtschranke. Wichtig ist, dass ihr keinen Schwung holen dürft, weder mit den Armen, noch dürft ihr in die Knie gehen. Die Frauen dürfen höchstens 9,15 Sekunden und die Männer 7,95 Sekunden brauchen. Jeder hat nur einen Versuch. Vergesst nicht, euch aufzuwärmen. Beim Bankdrücken muss die Langhantel aus der kurzzeitigen Ruhelage auf dem Brustbein nach oben bis zur Streckung der Arme gedrückt werden. Die Übung ist beendet, wenn die Stange wieder in der Halterung abgelegt ist. Männer drücken 80 und Frauen 60% ihres Körpergewichts. Jeder hat dafür 2 Versuche. Ihr steht in einem markierten Rechteck mit den Fußspitzen an der Mittellinie und habt einen Sprunggürtel um die Hüften gebunden. Um zu bestehen, dürft ihr bei der Landung die Linien des Rechtecks nicht berühren. Frauen müssen mindestens 42 und die Männer 54 cm hochspringen. Ihr habt wieder 2 Versuche. An einem überkopfhohen Reck wird ein Aufschwung, Umschwung und Unterschwung geturnt. Der Unterschwung kann aus dem Stand oder Stütz und muss über ein hüfthohes Seil geturnt werden. Dabei muss auf eine gute Körperspannung geachtet werden. Ihr habt 2 Versuche. Beim Handball spielt ihr einen Bodenpass gegen eine Wand, die 3 Meter von euch entfernt ist, nehmt den Ball wieder auf, macht maximal 3 Schritte und werft ihn 22 bzw. 30 Meter weit. Man darf den vorgegebenen Aktionsraum von 3 Metern nicht verlassen und die Linien nicht berühren. Nach dem Wurf dürft ihr den Aktionsraum nur seitlich verlassen. Ihr habt hierfür 2 Versuche.
werft ihr Druckpässe an die markierte Wand, wobei der Ball immer auf die gegenüberliegende Seite der Markierung geworfen werden muss. Nach dem Wurf überquert ihr die seitliche Bodenmarkierung. Eine Druckpassfangeinheit wird nicht gewertet, wenn der Ball die Begrenzungslinie an der Wand, die nicht diagonale Fläche an der Wand oder den Boden berührt, beziehungsweise wenn ihr die Markierungslinien nach vorne oder zur Seite übertretet. Frauen müssen mindestens 16 und Männer mindestens 23 Wiederholungen schaffen. Jeder hat 2 Versuche. Fußball trippelt man durch 8 Slalomstangen auf einer Strecke von 20 Metern hin und zurück. Auf dem Hinweg muss man nach 4 Stangen einen Pass gegen die Wand spielen, den Ball wieder aufnehmen und durch die restlichen Tore dribbeln. Männer haben dafür 25 Sekunden Zeit, Frauen 30 Sekunden. Man hat 2 Versuche. Ihr pritscht und baggert abwechselnd einen Volleyball an die Wand. Der Abstand zur Wand ist frei wählbar. Frauen müssen mindestens 12 Wiederholungen schaffen, Männer mindestens 16 Wiederholungen. Ihr habt wieder 2 Versuche. Die ersten 15 Meter, welche euch durch einen am Boden liegenden Ring markiert werden, müsst ihr tauchen. Diese Bahn dürft ihr beliebig zu Ende schwimmen. Die zweite Bahn wird in Rückenlage geschwommen. Die letzten 50 Meter beliebig. Um kein Defizit zu erhalten, müssen Frauen unter 2 Minuten 5 und Männer unter 1 Minute 55 schwimmen. Schwimmer, die länger brauchen als 2 Minuten 10 bei den Frauen bzw. 2 Minuten bei den Männern, werden vom gesamten Test ausgeschlossen. Hier seht und hört ihr noch einmal das genaue Startkommando. Als letzte Disziplin erwartet dich der 3000 Meter Lauf. Um ein Defizit zu vermeiden, dürfen Männer nicht langsamer als 13 Minuten, Frauen nicht langsamer als 15 Minuten 30 sein. Bei einer Zeit von 13 Minuten 30 bei Männern und 16 Minuten bei Frauen werdet ihr vom Test ausgeschlossen. Und nicht vergessen, Passfoto, ärztliche Bescheinigung, Personalausweis und natürlich genügend Essen und Getränke. Wir wünschen euch viel Glück!